Hat schon mal einer geguckt, wo sie ist auf diesem Server? Jela. Jela, okay. Kontraband, ne? Ja, jetzt Kontraband, pechen ne? wir die unter Accepted einfach nicht an, ne? Das ist irgendwie komisch. Habt ihr das auch? Es kann sein, dass jetzt so viele angenommen haben, dass es dann später kommt oder du musst Dann es nochmal stimmt, ja. machen. Op Office PO. Bei mir ging's. Hi, this is Liaison Officer Van Zandt with Crusader Security. I'll be overseeing your Call to Arms communications. macht keinen Sinn, oder? Appreciate your help in dealing with this illegal Nee. Weiß ich gar nicht. Doch, macht schon Sinn, wenn Leute, die Crime Set haben, angreifen und dir die abschießen, sind im Knast. Also ich Wird würde es eigentlich auch das annehmen. Satellit ausgeschalten oder wird er angelassen? Wollten wir eigentlich machen, ne? Aber hat sich jetzt noch keiner gemeldet, der es freiwillig macht. Kann ich machen. Ja, willst du machen? Ja, kann ich machen. Okay. Dann willst du dir den noch parke ich. mitnehmen, oder? Ich hab halt eine Hammerhead. Ich habe eine Hammerhead. Quatsch, wie komme ich immer auf die Hammerhead? Ich habe eine Mercury. Also du Und da brauchst kann ich. normalerweise ein Moped dazu, also Ja, eine genau. Dragonfly oder sowas, damit es hinkommt, sonst wirst du immer abgeschossen. Die hätte ich quasi, die müsste Und ich in ja bevor 20 irgendwas. Kilometer Entfernung musst du anhalten, weil sonst kommen die Torpedos hinterher. Also musst 20 Kilometer vor der Station stationieren, dann mit dem Dragonfly hinfliegen, hacken und wieder zurückfliegen. Also hier auf der Anders. C2 ist eine Dragonfly. Ja, eine Dragonfly habe ich hier. Also zur Not könnten wir das Schiff ja nutzen, um dich da rauszulassen mit der Der Dragonfly. ist doch perfekt, dann kann ich da ja gleich Und mitfliegen. ein Hacking-Tool braucht er, ne? Das können Eine wir ja, wir Hacking-Karte landen habe ja ich. eh erst bei In Grim Hex, da können Grimhex, wir das ja noch okay. holen. Hacking-Karten und so weiter habe ich alle. Ich habe Also auch dann ist halt der Multitool. Crime-Stat wurscht, dann gibt es keine Crime-Stats. Genau. Kann natürlich sein, dass es wieder wer einschaltet, ne? Also ist jetzt jemand noch nicht auf der C2 in Hangar 12? Der noch mit will? Ich bin gleich da. Ich brauche Genau. bloß halt ein paar Minuten, um oben hochzukommen. Ich bin gerade Kombi, auf ne? Da. ML-Level, genau. So, kann man sich hier in der C2 nochmal irgendwo hinsetzen, oder? Ja, in der Kantine, ne? Ja, Oh Und ich wollte mir noch eine, wenn ich dann da bin, quasi auf die C2 noch eine Datrutschung und sowas von meinem Inventar noch schnell raufziehen und dann kann man das und meine Karte holen. Oh, das ist aber neu, oder? So, irgendwie. Also, das bekomme ich auch alles Das irgendwie. mit dem Oder Carpet da anscheinend oben? kommt es. Ja. Das hat es bei Horizon gegeben, mal, oder? Geil. Sieht gut, Was das ist ist die neu? Priority-Mission, Dass dieses oder? Puppet da gerade, diese Ansage, die da oben gerade reinkam. Wenn ihr die Mission angenommen habt, natürlich. Killer Ganya, ja, es ist die Priority. Achso, da ist er wieder weg. Oh, wo ist er denn hier? Kannst du loslegen. Okay, Transwarp, Quatsch, Transwarp sag ich, Quantum Drive in 3, 2, 1, Energie. Falsche Serie. Ihr sagt mir dann, wenn er mich, wenn ich es reinschaffe, sagt er mir dann, wo er mich braucht, ne? Ja. Ich bin da flexibel. Genau, du kannst ja erstmal mit einem Fighter kommen, mit Multitool Traktorbeam ausgestattet, dann bist du eigentlich für alles einsatzbereit. Das war der Plan, genau. Oh, das war ja gerade richtig Stress hier. Völlig Das hat noch nicht mal angefangen, ne? tiefenentspannt. Stress haben die Führungskräfte. So, Avatar, hattest du Bescheid gesagt? OM5 oder? Wissen alle Bescheid, Super, ja. perfekt. Genau, dann jetzt erstmal kurz Grimax verorten und dann weiter nach. Wir verlassen den Quantum Drive in jedem Augenblick. Wir erreichen das Crusader-System. Jo. Und du, Ruff und Corny, ihr macht dann geht dann euren eigenen Weg, ne? Erstmal zum Ja. Satelliten. Und wir würden dann jetzt uns dann mit der Hammerhead aufmachen und mit den Fightern Richtung OM5 und würden dann warten, bis der Satellit ausgeht. Der hier auch gerade gar nicht ist, der Satellit übrigens. Aber vielleicht gibt es hier auch noch keinen. Der wird schon ausgeschaltet sein, denke ich. Comlink Lost. Naja, schauen wir mal. Er muss ja bei Jela ausgeschaltet sein, ne? Genau, also wenn da schon nichts ist, dann braucht er gar nicht hinfliegen, dann, wenn der schon Genau, aus ist. genau. Wenn er aus ist, braucht er nicht hinfliegen. Dann könnt ihr euch direkt zu OM5 dann erstmal bewegen und Man dort könnte auch am Anfang schon mal warten. einen Aufklärer hinschicken, was los ist da in dem Luftraum, damit wir schon wissen, ob da viele Fighter schon dort sind oder nicht. Also der bloß mal kurz reinfliegt und gleich wieder Das raus. habe ich schon gemacht, es ist niemand da.
Okay. Kurze Frage, aber man. Und ist bei dir dann der Dings da, der Satellit da oder nicht? Aber da. Jetzt bei Grimhex nicht da. Nicht aber Grimhex, sondern bei Jela. Das kann ich nicht, da bin ich schon weg. Crusader gerade ist nichts da. Ja, wir müssen bei Jela gucken, die haben ja alle ihre eigenen Satelliten, genau. Oh, aber es sind schon viele Spieler hier, die glaube ich nicht zu uns gehören. Dollos wahrscheinlich. Dollos. Aber ich könnte dann die Namen nicht sehen, ne? Die müssen zu uns gehören. Sollen wir in den Fightern dann überhaupt eine Ausrüstung mitnehmen? Negativ. Nur Undersuit, Helm, eventuell eine Handfeuerwaffe oder Traktorbeam, wenn ihr wollt. Verstanden. Falls da unten dann irgendwie landen müsst oder helfen müsst, kurz einspringen. Ja. Okay. Scorpius steht auf Pet 6. Ja, ich verort mich und komme dann zu dir. Ja. Ja, wo ich die Hammer hätte, dann haben wir eine Hurricane im Team? Nö, ne? Ja, die müsste ich erstmal das Grimhex holen. Ja, der Hurricane geht ja schnell normalerweise, oder? Alles voll, ne? Besetzt, so eine Scheiße. Mann, ey, Grimhex, typisch. Ich habe keine Handknifte in Grimhex, okay. Das sind die Wege blockiert mit Trümmerteilen. Oh, Zitko, du kannst deine Ausrüstung schon mal rüberschieben. Oh ja, wenn die Scorpius woanders stehen würde, das wäre gut. Habe ich die schlecht geparkt? Ich parke sie gleich um. Oh, und Ausrüstung ist drin. Was du da hin überhaupt? Welt parkt halt im All. Ihr müsst ja nicht rein. Ihr könnt ja aussteigen, die kann ja schweben, das Ding. Ich kommt doch rein über die Pets. Größte Pet aber freigelassen. Hallo. Wir gucken mal, wo da drauf gehen. Komm. Wenn ihr gelandet seid, dann versuche ich das Ding hier mal umzudrehen, die Drake, und versuche es ihm ordentlich wieder einzupacken. Willst du jetzt hier wirklich landen? Versuch's, ja. Du siehst aber, da unten steht noch eine Scorpius, ne? Ja, da, also da will ich. Du musst bedenken, die Dragonfly muss sofort nach unten ziehen, ne? Also 12. Ist auf OM5. Kraft, das kannst du knicken. Dann da bitte nicht. Nee, da passt du nicht rauf. Wenn ihr auf OM5 schon beschossen werdet, schade. Dann. Wir werden auf Grimhex beschossen. Auf Grimhex werdet ihr beschossen? Ja. Echt? Wir sind auch bei Grimhex. Wir sind sonst schon in der 5. Vielleicht. Wir waren ja die Braun. Mach die vordere Klappe auf und lass uns raus dann. Das liegt dran, weil Askur bei euch jetzt ist. So, fliegt doch in den Hangar, hier ist doch alles voll. Ey, ich bleib ja in der Luft. So, dann können wir vorne raus. Achso, wir müssen ja nur aussteigen, ne? Komm, dann mach das so, dass die Klappe auf das Landepad geht. Und dann steigen wir alle aus und dann bleibt Corny. Ach nee, ihr müsst euch natürlich noch verorten, ne? Ja, genau. Ja, richtig. Genau. Lande doch schnell, ist doch geht ja schnell. Wir können doch trotzdem raus. Und dann verorten wir uns schnell und dann kommen wir wieder zurück. Ja, du bist der Captain, du machst das. Genau. So. Genau, so sieht es mir aus. So machen wir das. So, nochmal zur Frage, haben wir eine Hurricane noch jetzt hier oder nicht? Eine Hurricane? Och nee. Eine Hurricane. Hurricane haben wir noch. Eine Currywurst. Oder kriegen wir keine, weil sonst nehme ich mal eigene Schiff dann. Also vorne die Klappe kann aufgemacht werden. Wir machen jetzt vorne auf, ja? Bei der C2? Ja. Alles klar. Wie ist die ausgerüstet? Standard oder? Standard. Dann gehen wir in EVA, ich hab noch Zeit ja? Wenn die Klappe nicht bis hinreicht, dann müssen wir einmal kurz in die EVA. Nee. Ich lauf mal. Ich geh in EVA, ja? Ich geh in EVA. Hilfe! Ja. Hilfe! Alle durchgewirbelt hier. Aber echt, ey, wer war denn das? Wer hat denn da geschubst? Ich war das nicht. Wo müssen wir hin? Also wir stehen hier immer noch im Boden. OM5, alle OM5. Ich habe ein Crash der Desktop gerade. Ach nee. Ernsthaft? So, ne? Ja, wegen deinem Attention Dog, gell? Ja, aber der könnte dich. Der könnte dich wieder spawnen in der Hammerhead. Nee. So, Headless, du gibst so ein bisschen den Ton an, ne? Wenn irgendwo Gefahr droht oder so, sagst du Bescheid. Jo. Wo muss ich denn hin? OM5, Jela. Ja, ich bin. Da, wo der meiste Haufen ist. Ja, eben. Aber Ruff, du bist doch in Hammerhead, oder nicht? Ja, aber wo muss ich da hin? In welchen Turm?
Der noch frei, der frei ist. Da ist noch einer frei. Den, der ist jetzt meiner hier. So. Das ist doch bloß, um die Leute nervös zu machen. Deswegen haben wir doch einen Counter gestartet. Damit der Bomber schon mal starten kann. Genau, der schmeißt den Job und dann schmeißt er auf seine eigenen Leute das ab. Genau. Das ist wirklich eine sehr gute Taktik. Ja. Tick-tack. So, dann ab nach OM5. Ich bin vorne links. Dann springen links wir in die anderen Kanäle, sagen der Security 1 Bescheid und dann geht das los. Überfallkommando schwarzer Rauch oder schwarzer Schatten. So. Sehr gut. Ich werde hier permanent auf und ab. OT1 weiß Bescheid und ist unterwegs. So, wir fliegen jetzt nochmal mit 800 Stimmkilometer, dann müsste die Hammerhead noch hinterherkommen, oder? Ja, 800. Was kann sie denn, die Hammerhead? Derzeit 886. Okay, dann fliegen wir 8. Da fliegen wir 880 halt, dass wir hinterherkommen. Knapp 900. Ach du Scheiße. Der Hookie ist ein bisschen schnell. Wieso? So, fliege ich ein wenig langsamer. Nein, der Hook. Hook Max. Der Hook, der Puck, habe ich verstanden. Hook. Hook, wer ist Hook. Schon der Puck? Ah, er bremst schon. Er hat's gemerkt. Sobald ihr mal gerade noch eine ruhige Sekunde habt, könnt ihr mich ja schon mal inviten in die Gruppe. Ich bin zwar noch in Menüs, aber. Ja, jetzt gerade schlecht, weil jetzt sind wir gerade im Sturm auf Jela. Ja, wir haben aber noch 5 Minuten. Kein Stress, wenn ihr eine Sekunde habt, ne? Ich bin innerhalb. Wir haben noch 200 Kilometer Zeit, haben wir. Sind wir denn schon Freunde, sag mal? Ja, ja. Space Nomad. Ja? Ach, Space Nomad. Ich bin der zweite Korni, ich habe mich nur auf dem Discord-Server mal dann umgenannt in den Spielernamen. Bist du schon auf dem Server? Ich bin auf dem Server, im Menü, ja. Nee, du musst auf dem Server noch nicht, der ist voll. Okay, dann muss ich dich, glaube ich, hier einladen. Ja, also trotzdem probieren, wahrscheinlich wird es ein Stück dauern. Oh, jetzt ist gerade ein Slot frei, mal gucken. Geh nochmal in den Fire-Modus und probier's nochmal. Ein weites raus. Ja, warte, jetzt bin ich gerade im Loading-Screen. ich mach nochmal einen Probeschuss. Ja, jetzt sehe ich was. Sehr schön. Ganz okay. Kurze Frage. Auf 1 Uhr. Auf 1 Uhr ist ein Weißer. Der ist, da ist kein, also in der Hammerhead, auf 1 Uhr ist ein Weißer. Der hat keinen Name drüber. Kann den mal jemand scannen und mir sagen, was das für einer ist? Kannst du den nicht aufschalten? Ich müsste jetzt quasi Richtung drehen. Richtung wechseln, das will ich nicht. Achso, der ist hinten oder wie? Nee, der ist vorne. Ja, auf 1 Uhr. Nee, das ist nix. Nee, okay, ich sehe da auch nix. Da ist zwar was Weißes, aber das ist nix, was man anmarkieren kann, wenn du das gleiche siehst wie ich. Nee, da sind mehrere Weiße. Weiße brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drum zu kümmern. Die sind nicht besetzt. Oder sind die Weißen, die leuchten teilweise bis über nach Hörsten, also bis nach Alcorp, die leuchten ewig weit. Alles Weiß klar. Ist Ausschuss. Alles in der Produktfacility wird immer heller da unten. Die Blende. Ja, die Lebenszelle, das radioaktiv oder was? Das sind die Willkommensraketen. Das sind die A2, wo Bomben abwerfen. Der Atombild. Ja, genau. So, seid ihr jetzt schon in der Nähe bei mir oder bin ich immer noch zu schnell? Wir sind jetzt 88 Klicks vom Ziel entfernt. Okay, dann bin ich ja 20 Kilometer hinterher. Gut, Gib Gas. So, ich würde jetzt aber trotzdem langsam schon mal. Ja, ich glaube, kannst abbremsen. Schon noch ab 50. Wir kommen ja auch relativ flach rein, also das dürfte eigentlich. Kannst du ein bisschen. Wir sind jetzt schon. Da oben brennt was rein. Hier, guck dir das an. Oh ja. Schnell. Raymond ist aneinander vorbeigedüst hier. Oder ist Puck gerade an uns vorbei. Raymond. Ja, ich muss ja aufholen, ihr wart ja. Boah, dieser Schiffsflug und dieser Vorbeiflug, und das sieht alles schon so geil aus, ne? Absolut, und die Geräusche dabei, ne? Die Geräusche und wie das aussieht und das ist alles auch so flüssig und das ist schon cool, ey. So, stell dir mal vor, da waren jetzt so Leute, die wollten so ganz entspannt mal so ein bisschen Jumptown machen. Ja. So wie am Freitag haben sich alle angestellt. Ganz fein wie an der Kasse. Genau, so richtig so, ganz freundliches Event durchführen. So, 40 Klicks noch. Ja. Wir sind jetzt hinter dir, Pucki, ne?
Ja, ich fliege wenig langsam, bis du wieder rankommst. So, da oben haut einer ab. Das kann aber auch. Ich glaube, da ist irgendwer anders. Der gehört nicht zu uns. Der hat sich noch in Sicherheit gebracht. Der hat die Warnung ernst genommen. Der hat Schiss in der Büchse. So sieht's aus. Schiss im Suit. Yes, baby. Also hier vorne sind zwei Punkte. Ninja Squirrel gehört zu uns, oder? Nee. Ninja Squirrel sagt mir nichts. Es kommen Raketen, jede Menge Raketen. Ja. Ach, der ist schon abgeschossen. Denkt aber dran, ne, wenn ihr eine A2 aufschaltet und dann nachher die die Transporter da sind, dann müssen wir den Bescheid sagen. Der Ninja Squirrel kann abgeschossen werden. Ist das richtig? Ja, wenn der nicht zu uns gehört. Ja. So, 30 Klicks noch. Sind gleich so, sobald ihr da unten alles unter Kontrolle habt, können wir den Transportern Bescheid sagen, ne? Wir sind noch weit weg von alles unter Kontrolle. Der Kalito, der ist... Was ist ein Ninja Squirrel für ein Schiff? Ne... Corsair. Ja. Hau sie weg. Aha. Hat keiner gesagt. Gehört LTC Ricky Johnson zu uns? Nein. Der hat eine Blade. Weg damit. Das ist ein Vendo, weg. Ich bin immer noch nicht drin. Doc, was ist unser Ziel? Oh Gott, da hinten eiert was. Der Charlito schießt auf mich. Nehmt den nochmal mit hier ins Korn. Wir sind leider noch viel zu weit weg. Okay. 20 Kilometer. Die Priority-Mission musste ich mir nochmal aufschalten, weil die hatte ich bisher jetzt immer noch nicht drin. Ich habe mir die jetzt mal akzeptiert im Priority. Oder unten ist ein Marker. Ja, sehe ich. Unten ein roter, direkt unter uns. Direkt unter uns ist ein roter. Ja. Ein roter? Ist nur bei ihm gerade. Ja. Den habe ich nicht. Ich komme mal zu euch, dass ich ihn hinziehe mit. Aber den haben LT Run und Avatar schon weggenapselt. Ah ja, da ist der rote, stimmt. Das ist der Ricky. Ja. Einer fliegt hier hoch gerade. Ja. Wollen wir uns den vornehmen, oder? Ja, bitte. Bist du drauf? Ich muss ein bisschen langsamer werden, weil. Wir sind zu weit weg, 3,2 Kilometer. Ja. Da sind mehrere rote hier. Da ist noch einer. Haut der auf. Platonic Mosh ist Gegner, ne? Ihr habt gesehen, unten vor Jumptown sind wir in schwere Kämpfe verwickelt, ne? Ja. Denn selten. Wir sind schon Wenn ihr nicht klarkommt, dann kommt sie zurück zu uns, ne? Also ihr müsst nicht in einzelne. Hat der abhaut. Fliegen wir nochmal auf ein neues Ziel. Auf 1 Uhr, 2 Uhr oben sind rote. Genau, du musst dich natürlich auf einen einschießen, ne? Es nützt nichts, wenn du hin und her fliegst, sonst würden wir uns nie. Würden wir nie einen Platz machen. Ich flieg dich hin und her, sondern ich bin wirklich. Cherui ist Gegner? Ja. Der landet gerade unten bei der Facility. Ich kann den aber nicht ganz. Wen hast du denn jetzt anvisiert, Headless? Ich habe gar keinen anvisiert. LTC Ricky Johnson ist jetzt Stich durch Richtung Production Facility. Sorority ist. Also gehen wir runter zur Facility und sichern da den Luftraum, oder wie? Ja, macht wahrscheinlich am meisten Sinn, ne? Anstatt dass wir jetzt hier Jägern hinterher gurken. Ich muss in den hinteren Turm, der rechts hinten funktioniert nicht. Ja, ich krieg den hier nicht reingeschaltet. Die Sache ist, ich muss halt wahnsinnig aufpassen, weil wir sind schon relativ tief. Du passt auf, ja, deiner... Ascor 22 zieht dich zu uns zurück. So, wir haben hier den Johnson, LT, oder wie er... LT ist auf Reichweite, ja. Der ist weg. Doc, was ist denn unser Ziel? Wir nehmen jetzt hier den, der vor uns ist. Stanley, Slay, Tisch, kannst du nicht lesen. Du hast noch Raketen, Headless, ne? Also du kannst ja, ich weiß. So, wir befinden uns jetzt ungefähr einen Kilometer über Kontrabahn und werden auch beschossen. Ja. Ah, der soll ruhig nochmal wiederkommen. Ich muss mir hier so ein bisschen die Dinger umstellen. Ich will wissen, was das für ein Schiff ist. Komm her. Okay, gut. LTC Richie Johnson ist der Gegner, ne? Ja, confirm. Wer ist bei uns? Ist die Blade. Okay, da kommt sie wieder. Transport. Oh, da. Der zieht sich zurück gerade, der hat den hier Hits. Doc. Das ist der Kalito, da haben wir wenig Chancen. Wo ist der Kalito? Wer ist Kalito? Also das ist der ekligste Gegner aller Zeiten. Ist das so? Ja, wir sind der war schon das letzte Mal immer da.
Wir sind schwer beschossen. Fliegt da mal zur Hammerhead, die beschützt euch doch mit. Ja, nein, genau, ihr müsst doch nicht einzeln rumfliegen. Ihr müsst, kommt zur Hammerhead, nicht allein fliegen. Ich bin auch hier beschossen worden, bin zur Hammerhead und da auf einmal sind sie weg. Kommt zur Hammerhead. Holt euch doch den Schutz der Hammerhead. Das macht keinen Sinn, da auf Einzeltour zu gehen. Ihr müsst herkommen. Wir können zusammen die Yellowhands, alle zusammen. Je dichter, umso schöner. Okay. Umso wärmer wird. Das kannst du oben auch nochmal Bescheid sagen zu den anderen. Ne? Sag das denen auch nochmal bitte. Weil wenn sie sich auseinanderziehen lassen, haben die ihre Vorteile und das soll mehr nicht. Ja. Ja, die bleiben ja alle euch so weit entfernt, dass ich nicht abschießen kann hier. Ja, das macht ja nichts. Hast du Bescheid gesagt, oder? Nee, wer fliegt ich nur kann euch im da? Moment nicht Bescheid ja, sagen. Ja, weil der Avatar jetzt wahrscheinlich fliegt noch, ne? Der okay, dann sag ich kurz Bescheid. Ja. Und sage mal die Landungstruppen. Ich bin gleich ganz kurz, wenn ihr müsst euch nicht in Einzelgefechte begeben, ne? Ihr könnt zur Hammerhead kommen. Lasst euch durch die Hammerhead schützen. Wir sind schwerst beschädigt. Alles und ziehen uns zurück. Ne? Also wie gesagt, ihr müsst aber nicht alleine kämpfen. Ihr könnt zur Hammerhead kommen. Das ist viel besser, als wenn wir uns auseinanderziehen lassen. Definitiv. Wo bist du mit der Hammerhead? Musst du gucken. Wir sind bei Jumptown. Seid ihr schon? Ja, wir kommen hier nur nicht mehr weg. Also ich muss zurück. Nicht so viel bewegen. Ja. Jo. So, also wir bleiben bei Jumptown, ne? Also wir fliegen nicht groß rum, wir bleiben hier einfach oben schweben. Genau. Und die anderen können dann zu uns kommen. Mann, ich kann ja gar nichts mehr machen. 3,3, komm schon, komm. So, Avatar ist down. Ne? Auch Raymond, komm zu uns, ne? LT ist mit down. Halt mir in der Nähe auf hier. Kario kommt aber noch dran. Zu weit weg, wir kommen nicht ran. Ja, ich fliege wieder zurück. Kalito ist blau geworden. Ja, weil er nicht mehr schießt jetzt. Doch, er schießt auf dich. Jetzt, ne? Gut, könnt ihr ihn nehmen. Irgendwas ist explodiert? Ja, hinter uns ist einer explodiert, der ist down. Sehr gut. War ein roter. So, da kommt einer. Ja, komm mal ein bisschen näher. Hier auf meinem näher. Radar sehe ich auf 11 Uhr einen roten. Komm, komm. Der haut jetzt mal ab. Okay. Ich hab Jumptown im Visier. Nicht schlecht. Sagt mal kurz, wenn irgendwer Hammerhead-mäßig einen in Sicht hat, kurz den Namen sagen oder kurz was sagen, dann können alle reagieren. Hm? Also ich kann euch sagen, dass jetzt auf ungefähr 2 bis 3 Uhr sind gerade rote. Kalito. Irgendeiner ist blau, hier, der um mich rumfliegt, hier, der Caligula, den müsst ihr fertig machen, hier, den Caligula, wie der wieder heißt. Links vorne. Wechseln die Seite auf 10 Uhr. Seht ihr den? Latinic Marsh, ja. Links vorne, kommt näher. Ich komme nicht hin zu dem Kalito. Kalito, aber das ist noch zu weit weg, Kalito. Ja, ich versuche ja, zu kommen. Der war ziemlich nah gerade dran, der ist jetzt so... Da ist er. Leck. Also zieh gleich die Kurve, ne? Gleich wieder zurück, Pucki. Immer ja, schön bei der Hammerhead bleiben. Oh, hat funktioniert der Trick. Ja. Der ist ballrot, ne? Ja, der explodiert bald. Einen Durchflug noch, dann haben wir ihn. Ich würde unsere Schilder noch ein bisschen höher setzen, ja? Ja, kannst du ruhig höher setzen. Die Dings sind unabhängig voneinander. Die Türme haben ihre eigenen Dings. Kannst volle Kanne auf Schilder machen. So, da kommt noch zwei Leute. Ich bin abgestürzt. Wo ist die A2? Die kommt auf uns zu. Ninja Squirrel. Genau. Ja, bin drauf. Ich auch. Achtet, setzt euch dahinter und versucht die Rakete dann abzuschießen, wenn er kommt. Ja, der fliegt ja direkt auf uns zu, ne? Ich würde mal langsam Gas geben. Oder weg nach oben schreien. Der kommt senkrecht runter, der will Sturzflug auf euch machen. Zieht nach oben weg. Ja. Dann würde ich mich bewegen jetzt, ja? Ja, beweg dich. Rakete. Aber wenn es geht, nicht auf die A2 zu, ne? Nee. Oh, was war das? Genau das meinte ich. Das war die Bombe. Das meinte ich mit bewegen. Aber ich bin nach rechts weg. Ja, das war zu spät. Er hat die Bombe rausgeschmissen. Oh, die bremst mal rein. Mein Gesicht ist an der Scheibe. Autsch. Da ist ein Kratzer dabei. Die starten gerade und könnten uns dann anspringen. Genau, die sollen kurz Bescheid sagen, dass wir dann wieder Gas geben können. Hm. Gut.
ist denn überhaupt Jumptown? Direkt vor unserer Nase. 160 Kilometern. Ich kann einfach mal meine Leiche sprengen, aber weiß nicht, wo es ist. Unterhalb von Ray. Wissen wir Bescheid. Und geben uns Bescheid. Bremst du noch? Ja, ja. Das ist geil, ne? Riese Bremsweg. Oh, jetzt sind wir tatsächlich auf Null. Dieser Ricky Johnson, der lobt sich auch sehr im Chat, dass er mit der Claudius. Ich glaube, der hat sonst halt keinen, der ihn lobt. Muss er sich selbst loben. Ja. Ja, manche sind so, also manche Leute sind so ganz komische Charaktere irgendwie, ne? Ja. Ah ja, das ist echt. Guck zum Beispiel, ein kleiner Strober. Ja, gut, der ist schuld. Der hat ja alle heiß gemacht. Der hat ja alle heiß gemacht. Der hat sich nicht schämen. Die haben jetzt natürlich die Schadenfreude, ist doch klar. Ja, mein Gott, das ist ein Spiel. Ah, wir mal Downfield spielen, da wissen wir Bescheid. Wir wollen losgehen, alles klar, dann gibt es. Ja, ich finde Schadenfreude ist ein ganz. Sollen wir mal Dark Souls spielen? Wir gucken mal zu, dann sind wir mal nachher. Das ist eine Eigenschaft von einer Person. Auf jeden Fall. Das stimmt. Auf jeden Fall. Aber der kommt bestimmt wieder vor unserer Flinte. Wer kriegt denn jetzt die Hammerhead? Headless. Wie weit hast du es nach Jumptown? 145. 145. Und Geschwindigkeit? Ihr könnt Ray anspringen. Tausend. Ich versuch's aber mal, krieg dich nicht ins Visier. Ja, ich hab's. Ray, ich krieg dich auch nicht ins Visier. Genau. Achtet so ein bisschen drauf, ne, dass wir zusammenbleiben. Ganz wichtig. So. Weil ich sehe noch nichts in unserer Nähe an irgendwelchen Kondensstreifen. Ne, ich auch noch nicht. Also ich. In der, Sternenkarte kann man aber eventuell auswählen in Ray. Erde. Spider-Man. Geht mal lieber in Guardians Galaxy, da können wir weiter. Über die Sternenkarte kann man Rayman aussuchen. Oh, was? Fliegt man ein bisschen weiter weg, sieht man gar nichts mehr vom Planeten. Nur noch blaue Namen aufeinander gepalkt hier. Irgendwas ist da unten auf jeden Fall noch. Ja. Na, wenn da jetzt die 890 Jump irgendwo auftauchen sollte, dann machen wir die erstmal fertig. Ja. Die ist da direkt hingeflogen, ja. Ich habe eine Inferno für die 890 mitgenommen. Sehr gut. Was es bringt. Genau, du bist ja auch schon vorweg. Wo ist die Inferno? Ja, ich bin auf den Raid zugesprungen. Ja. Die ist direkt bei Jumptown. Ich muss ein bisschen langsam runtergehen mit der Geschwindigkeit. Ja, bis 50 Kilometer kannst du noch Vollgas geben. Dann kannst du runtergehen. Das kommt immer ganz gut kommt immer ganz gut hin. Ich fliege jetzt. Ich habe einen Redcon jetzt. Zum, ich auch. Zum das Ray ist die 890. Auf. Mhm. Ja, die wird beschossen. Sind noch 20 Kilometer weg. Achtung, die schießen schon Raketen. Ja, lasst euch da auf nichts einzeln, ne? Dann lieber nochmal zurück. Ja. Wie weit seid ihr raus? Wir werden aufgeschaltet. 37. Das ist hell, ey. Das hält. Wird ja aufgehört, wenn da unten eine Ballista steht oder so. Ja, ja, bestimmt. Wenn sie C2 abgestellt haben, haben sie auch eine Ballista da. Denkt an, ihr könnt Raketen, könnt ihr auch abschießen, ne? Also wir sind auf alle Fälle aufgeschaltet. Ja, auch gehört. So, jetzt sind wir auf Standard Maneuvering Speed. Wie weit seid ihr weg? Wie viel Klicks? 26. Okay. Wir sind 15 weg. So, da haut einer ab. Ne, da, was war das denn? Wir waren auch. Haben eine Rakete. Ja, da kam doch ein Name an uns vorbeigeflogen gerade. Da kam was vorbeigeflogen. LTC Ricky hat gerade geschrieben: 890 go boom. Ist er platt oder wie? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht. Auf was schießt ihr? Kleter. Redcon auf 8 Uhr. Ja, ich seh's. Biber Benson oder wie der heißt. Dr. Biber.
Nee, Bigger Benson, nicht Bibber. Ist jetzt über uns oder unter uns? Nee, der ist vorweg. Vorne oben irgendwo. Okay, alles klar. Raus, aber es... 21 Klicks. Ist eine Eclipse, Bigger Benson. Ja, der ist 10 Kilometer, 9 Kilometer weg. Scheiße. Ach. Torpedo. 8,5. Wir können aber Torpedos ausweichen, glaube ich. Mhm. Okay. Ja, und vor Bigger Benson ist 6 Kilometer über uns. Mit? Einer Eclipse. Also ich sehe hier keinen. Bekommen wir so irgendwas an. Ja, der kriegt Raketen draufgeschossen. Oh, wir haben... Ich sehe die nicht. Der ist jetzt wieder weg, also entweder hat er rausgejagt, die, dass er unsichtbar wird. Und Carlito ist noch am Start, Achtung. Oh, je, je. Carlito hat gerade Bigger Benson weggeschossen. Ah ja, da ist Carlito, der ist auch schon wieder frisch mit einer Scorpius. Der ist gekommen. Sowas wie Station oder... Ja, ist egal jetzt. Ist er nicht. Ja, wir machen trotzdem fertig. Ja, trotzdem. Nützt ja nichts. So, seid ihr schon da jetzt, oder? 16 Kilometer. Ich würde das ja auch nicht mehr so tief runtergehen. Ja, im Fall, der Fall nicht mehr so tief runter. Ja. 1 Uhr Redcon. Rayman, kommen wir mal mit hierher zur Hammerhead. Auf 11 Uhr ist auch ein Redcon. Oh, der Mond Carlito ist so hell, ich sehe nichts. Ja, Carlito ist Weg. Wunderbar. Da nee, kommt Carlito. Nee, Carlito ist 10 Kilometer vorne. 5 Uhr. So, ich bin an der Production. 2020 ist dran. Ich bin an der Production Facility, die 890 ist zerlegt. Hier liegt noch eine Hammerhead. Hier steht eine Hammerhead. Wer ist ein Low Cyber? Ist das von uns? Nicht das wüsste. Leute, kommt zur Hammerhead, ne? Ich sehe euch da hinten schon wieder rumgeigen. Ja, aber das ist die 12. Die kannst du nicht. Das ist die 12. Die sind aber der haben wir das doch gesagt. Avatar oder nicht? Ja, schon. Ja, gut, dann kann man nichts. Dann kann man auch nicht helfen. 9000 Meter. Dieser Kalidus, von dem ihr spricht, ist der auch hier im Rest ab oder nur? Nee. Da ist ein Feind. Ein random Spur. Ach. Hier unten steht eine Nomad noch. Naja. Der Killer Crunchy gehört zu uns, ne? Ja. 12. Kalito ist jetzt über uns. Ich klebe euch am Arsch. Also ich bin unter euch, bin ich. Ja, der ist Hookmox im Anschlag. Das macht keinen Sinn. Also unten... An, das Hookmox mit dem kämpft, ne? Hier unten ist auf jeden Fall... Es sind Bodentruppen. Ich wurde beschossen. Entweder mit einer... Missile Launcher oder... Noch von mir gesehen. Ich glaube, das macht auch gar keinen Sinn, alleine jetzt unten da hinzulaufen. Nee, da muss genauso nur Mann mindestens oder sowas. So, 2000 Meter über dem Boden, 4000 Meter von der viel näher brauchst. Hinter uns ist was Rotes, ne? Das habt ihr euch schon gemerkt. Carlito nähert sich. Anstatt er den zu uns lockt. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Also. Ja, er ist 2 Klicks weg, ich komme nicht an ihn ran. Der was das Arsch, oder? Bei Asku so. ist ein roter. Asku? Das ist ja der Kalito wahrscheinlich. Jetzt kommt er näher und Feuer. Jetzt hab ich. Ach, sehr schön. Also Reichweite. Oh, ich komm hier ran. Ja, Schilde sind auf schon mal down. Also viele Dinger hält er nicht aus, ne? Nee, klar, aber sie müssen ihn halt zu uns locken. Aufpassen, haut ab. Ist rot. Ich würde einfach mal einen Kreis fliegen, ja? Damit wir nicht so ganz ein unbewegliches Ziel sind. Gute Idee. Dann mach's gut, 20. Sind denn Leute, gibt's denn, schießt denn wer auf uns, oder? Negativ. Nee, dann brauchen wir noch nicht gerade. Dann ist doch egal. Ace ist rot. Wer ist rot? Ace. Ace ist rot, aber nicht. Wie kommt es, dass Carlito plötzlich wieder blau ist? Das verstehe ich auch nicht. Ace rot ist. Weil wir keinen Satelliten jetzt mehr haben. Wir keinen Satelliten. Also wird jeder blau. Nur wer halt kämpft gerade, der wird immer rot. Ah, okay. Ach so. Ohne Satelliten gibt es keinen Freund, Feind mehr dann. Carlito kommt wieder rein. Ja. Ja. Hinter uns ist irgendwas Rotes. Da vorne ist auch noch einer. Run kannst du 2020 ihn zu uns locken.
Ja, ich bin auch, ich bin direkt unter euch. Ich hab noch was auf dem Schirm hier. Ach, kurz, der 20, Chat, 20. Der Chat Drins gehört nicht zu uns. Irgendwas mit Chat. Ja, Jess Drins, genau. Was ist das? Das ist ein Arrow. Der entfernt sich aber gerade erstmal wieder. Die dürfte uns ja nicht gefährlich werden. Ja, er geht auf 8 Klicks. Ah, hier kommt Klicks die weg. Security, unsere erste Sicherheit. Mit der Redeemer. So, wie sieht's aus? Soll die Transportergruppe sich langsam in Bewegung setzen? Ich oder? Denke ja, sonst. Ja, Global hier, wir kommen. Wir okay, kommen. Dann aber auch mit Bewaffnung, weil unten ist auf jeden Fall noch was los, ne? Wir clearen unten. Ist FPS, bis gleich. Ist gleich. Conny, bleib bitte in Bewegung, nicht stehen bleiben. So, die Arrow kommt wieder. Ja, Askur wurde gerade unten da sind auf jeden Fall Bodentruppen. Askur wurde gerade unten zerschossen. Ich habe auch irgendwas abbekommen. Leute, Arrow. EMP. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, aber ich sehe keine. Über uns. Den Namen für mich? Jet DRD. Es gehört zu uns. Markieren können wir es halt mit A1 oder sowas, jetzt Ziel, wa? Das kann, glaube ich, wenn dann nur der Pilot machen. Der Pilot? Ja, das Problem ist, das kann ich nicht, weil sonst. Nee, kannst du nicht. Permanent drehen, ne? Ja, das fehlt noch, dass man das als, das muss man als Schütze. Das müsste eigentlich als jemand anders machen, eigentlich, ne? Jeder müsste das machen können. Ja, genau. Das Markieren. Genau, ja. Bei Battlefield. Sorry. Fakt ist, wir sind auf alle Fälle in einer Höhe, wo uns die Bombe nicht. Ich flieg mal kurz runter, ob ich unten bin. Mit meinen Waffen helfen soll, Boden. Kommen. Pass auf, Puck, da wird auf jeden Fall von unten geschossen. Der Asko ist gerade explodiert am Boden. Auf 9 Uhr ist ein Redcon. Benson, 3 Klicks. Ist ein Eclipse. Wir haben 8ern Redcon. Boah, Alter! Das war ein Torpedo, oder? Ja. Wieder alle tot? Ja, klar. Ja. Ein Torpedo macht uns fertig? Ja, das ist halt einfach. Das ist erst mit 3 Klicks aufgegangen, da war es schon zu spät eigentlich. Alter. Ein Torpedo? Ja. Das heißt, 9 Torpedo von so einem Dings, dann geht's da dran. Aber ist das dann nicht ein bisschen übermächtig, so ein Size 9 Torpedo? Ja, macht eine Hammer, hätte doch gar keinen Sinn. Das ist, ich weiß nicht, ob man das einstellen kann hier mit Brightness oder so, gar nicht? Nee. Okay, wir haben eine Scorpius von It's Just Damien in 9 Kilometern. Ja, da ist Ninja Squirrel wieder. Aufgeschaltet. Seid ihr in dem schon dran, oder? Ja. Ich sehe den nicht. Weil ich sehe nur Spooner da gerade an. Echt. Sie ist aufgeschaltet, ist jetzt 6,5 Klicks von uns entfernt. Ja, genau der. Ja, hat ordentlich was abgekriegt? Die Scorpius? Ist das Ninja Squill in der Scorpius? Nee, das. Ah, jetzt ist er weggesprungen. Nee, It's Just Damien, so hieß der. Oh, das nervt halt auch so. Ruff, bist du bereit eigentlich? Komm wieder runter zu euch. Offensichtlich. Also die Hammerhead hat noch alle Schilde, also das... Echt? Hab ich gerade geschossen? Ich sehe ja nicht, dass ich schieße. LT, du musst ein Blood Plate an. Ist die Hammerhead direkt neben dem... über der Station, oder? Nee, die kurft hier rum, also das ist ein Redcon. Ich sehe jetzt Redcon nur Ninja Squirrel. Ja, der ist es doch. Achso, das ist die... okay. Schicke ich dem mal ein paar Begrüßungscocktails vor. Ja, Raketen machen, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn die Schilder an sind. Ne, wir müssen den gemeinsam ausschalten, sonst. Ich sehe hier gar nichts. Das ist ja furchtbar. Tino, willst du nur schnupfen? Also ich passe denn in ihre Raketen treffen immer. Irgendwas machen wir da absolut verkehrt. Ninja Squirrel kommt schon wieder. Ne? Ich auch nicht, alles hell. Ein schöner weißer Einheitsbrei. Gott. Schneeblind von.
und unterhalten. Ich sehe gar nichts. Ich sehe halt leider auch das Zielkreuz nicht. Oh, ja. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Oh, ich schieße. Johnson ist schon wieder da. Ricky, die Schilde machen bei der Hammerhead überhaupt gar nicht. Die bewegen sich gar nicht. Ja, Ricky Johnson hat mich auch gerade aus dem Himmel geholt. Herr Puck, entweder wissen die, werden die genau dann die Abwehr zünden müssen. Ja, aber schau, ich schieße immer raus. Na halt, Dings, Flares schaue ich raus und die Raketen treffen trotzdem, ne? Ja, weil ja, sind die besser, wenn man es raushauen muss. Aber das ist doch dieser blöde Bug. Was ist das mies, ey? Die Hammerhead zu knacken ist echt mies. Ja, schaffen wir. Wir müssen halt nur alle drauf. So, ich helfe jetzt erstmal bei Ricky Johnson. Das ist nämlich eine Gladius. Das ist eher so mein Kaliber. Der ist sehr gut, oder? Ja, ich versuch's. Wenn ich drauf gehe, gehe ich drauf, ne? Mach nochmal die Taste, dass man den Turm wieder hochfährt. Die Seitenschilde sind ein bisschen runter bei dem, aber... Den Hammerhead, den Scorpius-Turm wieder hochfahren, glaube ich, war Alt und S, glaube ich, oder? Guck nur S. Nur S. Ah ja, perfekt. Hast du die Schüsse dann nach hinten rausgesehen? Nee, auch nicht. Aber du siehst meine Schüsse? Ich sehe deine Schüsse, ja. Ja, dann ist ja alles gut. Ich habe hier eh kein Feedback, ob ich treffe oder nicht treffe. Die Hammerhead hat immer noch komplette Schilde, ne? Ja, wir sind doch im Weg. Da ist ein... Seid ihr mal mit ein paar dickeren Kalibern unterwegs, oder? Also ich bin... Ich komme jetzt mit einer Inferno. Ich komme leider nicht auf den Server, sonst wäre ich ja mit der Eclipse, aber... Ja. Oh, ich sehe den nicht, denn die Hammerhead... 20 im Mond. Da bin ich angezeigt. Ruffs, kannst du die einmal erzählen? Negativ. Wo bist du? Also ich brauche mit der Arrow allein nicht auf die Hammerhead gehen. Das macht gar keinen Sinn. Ach, da ist er. Nee, ich bin gerade dran an der Hammerhead, aber irgendwie sehe ich da keinen weiter. Alles klar. Oh, ja, ein Problem, ja. Radar Contact, okay. Wie eine Rakete. Da ist wieder einer. Stays, Moss, wie auch immer. Alter. Ja, ich sehe die Hammerhead. Das ist doch der Ninja Scroll. 8 Klicks. Diese Richtung, also da ist er. Die kurft gerade am Boden rum, ne? Ja, genau. Asse? Wer ist denn der? Zu nah darf ich auch nicht ran hier, die boxt mich sonst weg. Aber schießt die überhaupt? Nee, gerade nicht. Check fire. Nämlich mag sie nicht. Habe ich schon festgestellt. Werden da keine Freunde. Oh. Wer schießt denn hier ständig Raketen auf mich? Oh. Der obere Turm ist von der Hammerhead besetzt. Ja. Sonst glaube ich nichts. Also das sollte echt zu knacken sein, das Ding. Wir müssen es halt nur mal jetzt machen. Oh, die kriegt ordentlich was ab. Ich krieg ja ordentlich was ab. Oh, die haut ab. Ja, hinterher. Aber die Schilde bewegen sich null von der Hammerhead. Ich verstehe das nicht. Oh, okay, die hat ordentlich was abgekriegt jetzt. Da, eine Gladius. Oh. Kann ich mir mal schnappen hier. Gladius hat mich gerade geschnappt. Innerhalb von 3 Sekunden. Ja, oh, ich bin im Softhead, ich bin tot. Ich bin raus. Ja. Oh, der geht auch runter. Boah, das ist so. Also, dass der Mond so hell ist, ist ganz, ganz, ganz schlimm. Wirklich, aber du kannst zumindest die Marke einstellen können. Du kannst nichts anvisieren. Das sind immer so Bugs oder so Probleme, mit denen, weiß ich nicht, da rechnet man gar nicht mit. Bis sie dann da sind. Ja, ich denke nicht, dass das ein Bug ist. Da müsste ich bloß das HUD dann einstellen können, die Farbe ändern können. Ja, aber so ist es doch irgendwie.
Krass, das ist völlig banal. Meine, das, ja, das ist aber schon immersiv, dass es hell ist, wenn der das Schild. Also was hat denn der gemacht? Die Schilde bewegen sich null. Ja, ja, genau, das meine ich ja. Das blinkt noch nicht mal rot auf. Das ist ein Cheater, wisst ihr das nicht? Wenn mich der Gladius in 3 Sekunden wegnatzt und den einfach nur vorbeirast, 3 Schuss abgibt, das kann ja nicht sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass bei dem Event viele cheaten, um cool zu sein. Kann man die nie melden? Hm. War das LTC Ricky? Avatar? Genau. Ja, der hat mich auch in 0, nichts aus dem Himmel geboostet. Ja, da müssten wir mal die Tetsu fragen. Dann wissen wir es, wenn der dagegen Probleme hat, dann ist es einer. Da passiert gar nichts. Null. Da kann ich auch mit den Fischen reden. So. X. Ich hab auch voll auf den drauf gehalten. Ich hab da auch nichts irgendwie bewegt. Also ich hab Raketen auf den abgeschossen, voll mit ballistischen und Laser und nix. Also irgendwie. Ach, komisch. Okay. Ja. Ist ja nicht normal. Also. Komm, wir wechseln mal einen Server. Nein. Ja, alles von vorne. Komm mir doch den erzählen. Ja. Was machen eigentlich die Transporter? Die laden wahrscheinlich unten schon ein. Ja, hoffentlich. Ja, dann werde ich mich jetzt mal gefliegt zur Flieger begeben. Ruff, bist du noch da? Schießt du noch mit? Ich schieße die ganze Zeit, aber ich sehe meine Schüsse. Ja, jetzt, ich sehe deine Schüsse nämlich auch nicht mehr. Okay, dann irgendwie passiert hier dann nichts. Ich bin die ganze Zeit drauf und drück auf Feuern, weil ich dachte, es schießt dann auch. Also irgendwie, also ich weiß nicht, ob was. Batman Minion gehört auch nicht zu uns, ne? Doch. Hab ich nämlich vorhin auch gedacht, dann habe ich nachgeguckt, der ist hier von der 12. Boah, jetzt bin ich wieder schlecht, ey. Warum? Mann! Held, siehst du mich jetzt schießen? Nein, ich höre dich, aber schießen. Na, okay. Machen wir mal wieder auf. Schön. So, du hast einen Blackout gehabt, ja. Nur will ich mal immerhin so eine Kurve fliege, ey. Da hast du es schon irgendwie richtig gemacht. Ordentlich zu beschleunigen. Ha! Gut. Mal gucken. Gott. Also ich kann mein Schiff kaum noch steuern, das hat irgendwie Schlagseite, ich fliege im Kreis im Prinzip. Bin jetzt bei Jump Tower. Vielleicht kann ich stationär irgendwie. Wenn die nicht rot sind, dann sieht man sie wenigstens ein bisschen. Ich könnte hier Pakete sammeln von diesen Krankenhauskitteln, nämlich. 10.000 Stück. Da sind es wahrscheinlich mehr Geld als wir hier. Ja. Oh, das ist so furchtbar, dass man das nicht sieht. Also ganz ehrlich, ich lass das mit der Hammerhead. Da passiert nichts, okay. Gar nichts. Null. Echt? Dann nehme ich lieber irgendwelche anderen aufs Korn. Ich bin jetzt explodiert und nachdem ich explodiert sind erst die Schüsse von der Hammerhead gekommen auf mich. Okay. Ist doch nicht normal, also jetzt mal ganz im Ernst. Ist ja auch ein Wahnsinns-Desync. Wenn ihr euch bewegt, dann ist nach 2 Sekunden 10 Kilometer Distanz und so weiter, also richtig große Schritte. Desync. Da. Aber trotzdem treffen die anderen, also irgendwas kann ja nicht stimmen. Nee, das ist alles ein bisschen komisch. Also. Okay. Das ist ein gutes Flugtraining auf jeden Fall. Ja. Schade, die Sicht ist halt schlecht. Das macht viel aus. Mein Gott, da regnet es auf Grimhex in Strömen, in den Räumen. Das ist ja Wahnsinn. Ist die Sprenkelanlage kaputt? Ja. Oh, ich hätte jetzt so gern die Saber, ey.
Torpedos brauchen wir, Torpedos. Das ist das Wichtige. Ich komme nicht rauf auf den scheiß Server. Ich auch nicht. Okay. Was dann hatte ich mit 40k am Ende. Okay. Endlos Loading hier. Das dritte Mal. Hast du Desktop gehabt? Ja. Ah. Okay. Die Hammerhead gecrashed und ich bin gleich auf dem Desktop rausgecrashed. Oh. Oh! Ich will den doch einfach. Oh, hier, was ist denn hier los, ey? Raketen komplett. Einmal abgefeuert, hey. Nämlich einen anderen Account. Okay. Der Telly. Oh, ich will doch einfach nur mal da rankommen. Okay. Okay. Oh geil, ich bin drauf. Nach 35 Minuten. Okay. Oh, Gone, du musst mich noch mal eine Party inviten, wenn du irgendwann mal eine ruhige Sekunde hast. Okay. Ich? Yes. Nee, gerade geht's gar nicht. Sorry. Ja, ja. Musst du es ohne Party machen. Ja, ja. Das ist genügend los. Kann die auch einen Invite schicken, ich bin gerade auf der Station, aber... Gott, ich hoffe, ich stütze ihn ab, ey. Nee, dann nehme ich mich wahrscheinlich selber raus. Also auf Grimhex kommen schon immer mehr die Fahrstühle. Es regnet auch so stark, wahrscheinlich ist die Elektrik hinüber. Ja, jetzt ist gerade einer neben mir raus, der ist in den Fahrstuhl rein und weg. Und bei mir ist er noch zu, die Tür. Ich nehme jetzt den Kalito vor hier, Schnauze voll. Mach das! Genau, recht und welche Ebene bist denn du, Puck? Okay. War ich gerade hoch, ich hab nicht geschaut. So, jetzt bin ich oben. Und mit einer Scorpius rein. Hol dem mal die Railgun ab, der da vor dem Schirm steht. Ja, lass mich doch die Scorpius. Wieso hat der eine Railgun? Kann man machen. Schlagen zusammen. Ja. Aber wir sind ja auf Grimhex, ne? Ja, ja, ich komme gleich hin. Der Regen. Stimmt, der hat eine Regen. Den müssen wir verfolgen, da müssen wir mit dem Schiff steigen. Wird sein, ja, ja. Wie ist bei den Transportern? Ist gut da, oder? Man weiß nicht so genau, ne? Nee. Komm her. Dann ist Scorpius. Sven, wie weit bist du weg? Ich glaube, ich bin auf Eris Harbor. Es ist irgendwie nervig, wenn man seine eigenen Schlüssel nicht sieht, ne? Ja, also das größte Problem ist wirklich jetzt gerade, dass man die Marker, die Dinger nicht sieht, die Ziel. Also mein großes Problem ist, ich schieße jetzt gerade auf eine Gladius, ja, mit einer Scorpius. Und da passiert auch nichts bei den Schilden. Die blinken noch nicht mal auf, das ist doch nicht normal. Kann mir doch keiner erzählen. Aber das ist bestimmt ein Desync, oder? Da passiert nichts, ja. Noch nicht mal im Nachhinein. Also ich habe vorhin mit meiner Inferno auf eine Aurora am Boden stehend geschossen. Die hat 300-400 Schuss gebraucht, bis er hochgegangen ist. Okay. Was? Ist ja nicht normal. Ja. Ja, wenn ihr nur Platzpatronen drin habt. Ja, wahrscheinlich. Die war am Boden gestanden, die war vollkommen im Ziel drin. Ja, und Vogelschot hab ich jetzt gedacht, das gibt's doch nicht. Wenn man seine Munition auf Grimhex kauft, ne? Was heißt das? Eine Blade kommt wieder. Solltet man die Quoten von diesen Billigmunitionen lassen. Bei eBay ist nicht gut. Genau. Ja, sind halt die zwei Möglichkeiten. Entweder Desync oder Cheating. Juhu, endlich. Also ich kann jetzt bei dem Mann dem eine Bombe reinlegen ins externe Store, aber ich habe keine Bombe. Weil ich konnte zu dem Schiff gehen, zu Eclipse und habe jetzt zwei externe Store. Wenn ich hol dich ab, ne? Echt? Ja, ich hol dich ab. Ich hab meine Super Hornet hier. Achso, okay, dann komm vorbei. Hi Runner, hat dich nicht genutzt? Tut mir leid. Ich komm auf Grimhex, ich muss mich da eh verorten. Also kannst du mich gerne Grimhex abholen? Ich bin auf Grimhex. Ich wurde schon platt gemacht. Anna? Komischerweise haben die mich noch nicht getroffen. Bei dir als. Was ist los? Ja. Hat dich auch die Scorpius weggenutzt? Oh, jetzt. Nee, die Hammerhead hat mich weggenutzt. Wusst, die haben eine Hammerhead? Okay. Ja, eine unzerstörbare. Und irgendwie ist das seltsam. Alles seltsam, ne? Wir waren da bestimmt schon eine halbe Stunde jetzt hier auf der
Wie heißt die hier mit dem EMP hier von RSI? Mantis. Stimmt einer von CIG mit der Hammerhead. Die Mantis. Ist das die Mantis? Ja, die Mantis. Ja. Okay. Da ballern wir schon. Stimmt, und wir treffen auch, aber. Geht nicht Scorpius, runter. Die Scorpius ist gleich down. Endlich, ey. Das wäre schön. Soft Death ist völlig okay, ne? Muss man nicht komplett zerstören, oder? Nee, muss man nicht. Ja, besser ist, wenn der ab. Besser ist, wenn der ab. Nein. Weil der ist im Schiff dann und trudelt dann. Und da muss er überlegen, ob er Selbstmord macht oder was auch immer man machen soll. Ja. Voll länger aus dem Game. Zeit. Dann hole ich mir jetzt hier die andere Arrow. Bitte. Den Dan Glorzny. Mal gucken, ob also, ihr kriegt ein paar Abschüsse, das ist schön. Hä? Ihr bekommt ein paar Abschüsse. Eine bis jetzt. Also, wenn ihr Zeit habt beim Kämpfen in der Luft. Guckt mal bitte die Gegend um Jumptown, weil da sind 2-3 Spieler, die ratzen alle Schiffe weg. Ich habe die Hookmogs und Bobelix vor mir, auf Grimhex. Ne, ich könnte die ausnutzen. Da ist jetzt gerade einer gestartet. Gerade einer gestartet mit dem Bomber, der Tarnkappenbomber da, und der hat eine Railgun am Rücken gehabt. Also der fliegt getarnt dorthin und steigt aus und schießt dann mit der Railgun. Was kann man machen, ne? Ja. Wenn er trifft. Also Tarn kann er gar nicht fliegen, den kannst du immer sehen. Du musst halt immer wieder mal dein Scan raushauen. Dann siehst du die. Ja, ich hab gescannt, da ist auch nichts aufgedacht. Wenn, da sind sie dann vorbeigeflogen noch an mir. Guck, naja, wenn der sein Energiemanagement runtergeschaltet hat, siehst du die extrem schwer. Mit welchem Schiff fliegt der runter? Guck. Also ich hol mal jetzt nicht Gladius. Der mit der Railgun, mit welchem Schiff fliegt der runter? Wie fliegt der denn, der Typ, Eclipse, Alter? Ist das gewesen, alles klar. Dieser Bomber. Ja, Surf, alles klar. Gegen welche Schiffe kämpfen wir denn gerade noch? Gegen alles, was rot ist. Nee, alles, was nicht den Namen hat, der zu uns gehört. Ist der LTC Ricky noch da? Den sehe ich jetzt gar nicht. Ist der Squirrel noch da mit seiner Hammerhead? Wir haben den Carlito gerade hier auf dem Kopf. Alter, ja, wo fliegt der denn hin, Alter? Nee, kann man der auch wird, der wird wahrscheinlich sonst immer gegen Dings trainieren, gegen Hitetsu. Mir jetzt den Biber Benson also, nochmal in seiner Eclipse. Ich muss mal der Bobby nachfragen, ob die den kennen. Ich bin für die Taktik, ich stelle mich hier vor die Spawn-Bildschirme und box jeden weg, der nicht zu uns gehört. Ah, jetzt ist er weggesprungen. Alito ist weggesprungen. Okay. Ja, der repariert dann. Ja, irgendwie sehe ich meine Schüsse nicht, wenn wir unten irgendwo mal kurz aussteigen können. Also ich. Wieder einsteigen. Ja, wenn du schon mal ein- und aussteigst vom Geschütz, dann bringt das was. Ja, aber bei der Scorpius in der Luft ist das. Ja, ich lande nochmal kurz, warte einen Moment. Hitler Gania? Check fire. Ich kann nämlich nicht sagen, ob meine Schüsse reingehen oder nicht. Ne? Joa. Dann noch eine Standardausrüstung. Okay. Auf jeden Fall gibt es dann wahrscheinlich für die Piscus Rescue jede Menge zu tun. Ja. Sagt der eigentlich immer Piscus? Vielleicht sollten wir mit dem Salvage-Fahrzeug hier ankommen. Oh, und dann können wir hier dunkel, Leute. Weißt du, was das heißt? Man sieht besser. Wir sehen. Oh ja, ey, man sieht besser, ey. Furchtbar. Sicher, dass dunkel wird, also als es bei Area 18, also bei Arkop war irgendwie die ganze Zeit Nacht. Es ist nicht dunkel hell. Ja, wir, das ja, war halt relativ am Norden oder Süden. Kommt immer drauf an, wo es ist. So, Jack Priest, der kommt auf dich zu. Pre-Flight Art. Pre-Flight Art. Pre-Flight Art. Soll ich mal schnell in den Cargo Area gehen und mal fragen, wie weit die sind? Ja, kannst ich gerne. Warte ja auf meinen Bruder. Dann mach ich das mal. So, dann guck mal. Der jagt dich, Jack Priest. Und ich weiß, warum es scheitert, weil wir die Zwillinge nicht dabei haben. Ja, Jack Priest ist gar nicht bei uns im Kanal. Er ist ja auch ein Cargo Man. Ist verletzt. Komm her.
So, bin wieder drin. Draußen ist ganz schönes Sauwetter. Ja. So, warte, ich teste. Ja, ich sehe wieder. Boah, dieser Pre-Fly, der lädt ganz schön schnell seine Schilder auf. Also die sind immer down, dann sind sie schon wieder aufgeladen. Okay. Zumindest habe ich das Gefühl, aber ich glaube, ich treffe auch scheiße. So, neue Info vom Boden. Einer war drin eine halbe Stunde und wurde dann erschossen und die kommen nicht runter. Mhm. Die werden weggeknatzt. Also. Ah, hier ist richtig Dampf, ey. Ich glaube, wir sind echt auf eine andere Fraktion gestoßen. Slayer Tanik Mosch gehört dazu, ne? Also ist keiner von uns. Asko, wir sind glaube ich auf dem gleichen dran, ne? Ja gut, Asko ist ja auch wieder im fremden Kanal. Titanic. Ich lande gerade im Soft Death Bruch auf dem. Ja, krass aus. Gehen auf diesen Typen hier, ne? Vor uns. Ja. Denn wie weit bist du? Unterwegs nach Remix. Den Million. Wie viel? 10 Millionen. Bisher also, war ich da. Ich, 10 Millionen nach Crusader und dann nochmal Yella und dann. Oh. Oh. Ah ja, sehr schön. Hast du? Ja, wir haben einen. Die Gladius haben wir. Ja. So. Den haben wir zu zweit. Jawohl, den haben wir auch. Sehr gut. So, die nächsten. Den lassen wir auch im Softdesk. Ja, sehr gut. Es geht's los. So, da haben wir den nächsten Danau, der ist auch in der Gladius. Den Nandu oder so. Die haben ihre Monitor zu dunkel eingestellt, jetzt sehen sie nichts, was dunkel ist. sagt mir Bescheid, wenn die Bodencrew ran kann, dann kann ich den Bescheid sagen. Irgendwas sehe ich da, ist denn da irgendwie? Ich glaube, das ist Bodencrew heute, also puh. Die Herkules Schalllifter also, unten am Boden. Also jetzt ist kein Redcon zur Zeit am Himmel, ne? Nee, aber blaue, die gerade trotzdem. Gerade gekommen, Redcon. Okay. Das ist Ace. Ace, ja, alles klar. Dann ist das so. Ace. Soll ich denen sagen, dass sie sich nochmal in den Luftkampf mit reinbringen könnten? Oder? Ace, bist du das, der jetzt gerade angefeuert kommt? Irgendeiner ist hier rot. Das ist der Bigger Benzo, das ist AG-Priester, ne? Aber der ist jetzt gerade weggesprungen, Sascha. Ist der Herkules, gehört die zu uns, die Starlüfter, die da hinten steht? Herkules C2 steht da hinten, ja, weiß ich nicht. Wollen wir dich kalt machen? Ich weiß. Ja, fahr mal nach. So, Denadu? Denandu oder was? Asko, du schießt auf mich. Ich esse gar nicht so. So, mag mich ja dann unterstützen bei Denadu? Eine Ballista ist hier unten. Warte mal. Ja, erkannt. Macht er platt? Ja. Kann ich kein Schiff mehr hoch, ey. Das ist. So, das war's. Ballista ist down. Super. Dann gehört die C2 auch nicht zu uns. Dann lass die auch kalt machen gleich. Herkules ist nicht unsere, könnt ihr weg. Los, C2 kaputt mache. Oh, das verwirrt mich, dass du rot bist. Da kommt so, ein Eclipse. Don. Ist dann Jerusli feindlich? Da ist Bigger Benson oder wie das Ding heißt. Siehst du ihn vor uns? Wenn wir schon eine Stab kriegen, dann sorgen wir dafür, dass die anderen hier auch eine Stab kriegen. Der Den Goruskli oder Geruskli. Ja, was ist mit dem? Der fliegt vor mir rum, der haut gerade ab. Ja, in der Arrow ist der, ne? Der ist sehr schnell. Ja, komm ich nicht hinterher mit Atlodius. Da ist der Mika Benson ist mit auch Eclipse dabei. Unterwegs. So, und der ist drauf. Und halt. Ohne Schilde. Aber Andi, ich komme erstmal zu Jumptown und dann, wenn ich tot bin, kannst du mich in Grimmix so noch irgendwann. Ich flieg wieder zurück, du musst dich erstmal verorten in Grimmix. Ja, mach ich trotzdem. Dann können wir ja quasi die Flieger gleich besetzen, oder was? Die 10 ist wohl down. Zusätzlicher Fighter ist doch jetzt erstmal wertvoller als ein Turmbesitzer, oder? Alles klar. Okay. Also. Jetzt erstmal so eine Schilde aufbauen, der kleine. Den Nando.
Der ist jetzt gegen Planeten dann geflogen, rein. Der... Ja. Dann Gulfo. Dann Gulfo. Wahrscheinlich war irgendwas leer, deswegen hat er wieder was Neues gebaut. So, genau. Das war steht auch der Gladius? Nee. Also theoretisch, wenn so... Sollen sie mal schauen, ob sie was unten reißen können. So, ich guck mal. Weil mehr Chance werden wir nicht kriegen. Ich weiß, wisst, wo Jumptown ist. Ich habe den Marker gar nicht mehr. Hey, du siehst doch unsere Namen. Spring einfach die Namen an. Geh nach OM1. Nee, ich bin ja schon ganz nah. Achso. Aber ich sehe diese Station nicht. Oh, was ziehst du jetzt hoch? Du musst aber auf den Namenshaufen halten. Was ist denn mit der C2 jetzt? Ah, nee, da kommt Carito an wieder mit der Scorpius. Die C2, kann die jetzt hochgejagt werden oder nicht? Ja. Die gehört nicht zu uns. Ah, hier wären das Gopi Santaris eigentlich mal ganz cool. Habe ich am Start. Sehr gut. Okay. Gebt ihr den Dicken für die dicken Schiffe auf. So, Kalito ist da mit der Scorpius? Ja, der ist gleich down. Ich unterstütze noch ein bisschen. Keine Chance. Der ist schon so down. Der müsste jetzt wegspringen, wenn er clever ist. Weil sonst ist er fertig. Hab ich mit mir gerechnet. Ich ahne auch, dass der gleich wegspringt. Jetzt. Er hat schon gejagt. Oh, der hat mich wieder erwischt. Ich weiß nicht, der schießt bloß jetzt. Eine Salve, hat er auf mich geschossen und meine Gladius ist weg. Gladius, die grüne, ne? Was ist denn, warum ist das so jetzt hier? Was denn? Ja, ne, ich überlege, wo es gerade, der hat kein Schild mehr. Der hält hier noch am Himmel, dieser blöde. Der Scorpius. Nicht mehr lange, oder? Aber hält gut aus, ne? Ja. Kein Schild mehr. Der ist... Schieß auch mal daneben, ey. Oh, der hat einen, der ist. Ein Flügel hat er weniger, ne? Ja. Ja. Okay. Oh, jetzt ist er gesprungen. Feigling, ey. Ja. Nee, da ist er noch. Daher. Wo? Hat geflärt, hat er nur. Da ist er noch, ja. Da ist hinter Ascord. Oh, da kommt noch ein Kiwi, irgendwas. Auch bei Asko und Sitko. Alles klar. Okay, jetzt mach mal diesen Scorpius hier weg. Gibt's doch nicht, ey. Jetzt hat die schon wieder Schilde, ne? Ah ja, da ist er, alles klar. Gut, jetzt hab ich sie wieder. Du bist auch noch bei Kalito dran, oder? Ja. Okay. Kalito ist jetzt gerade bei Ascur und nervt den wahrscheinlich hart. Ja. Bist du bereit? Ja. Ruff? Ja. Auch? Ja. Ich finde, er ist auch ganz schön schnell mit der Scorpius, muss ich auch mal sagen, Alter. Ja. Er ist ja so schnell wie eine Arrow, ey. Ja. Die ist doch schnell. Nee, aber nicht so schnell, also. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das sind halt bloß gute Spieler. Von der Endgeschwindigkeit ist er schneller. So hast du. Ja, die Scorpius, die ist so rot, ne? Ja, ich hab jetzt auch nichts mehr zum drauffeuern an Raketen oder sowas. Alles gut, kriegen wir gleich geknallt. Euch! Mit der Scorpius da. Aber ihr seid doch schon ziemlich weit oben, ne? Da ist schon wieder die Eclipse. Jetzt aber lass es persönliches langsam, ne? Langsam, ne?
So langsam. Oh Mann. In welchem Zimmer? Bist du bei uns, Headless, oder? Ich bin an dem Calypso oder an dem Kalito immer noch gut. Dran, ja. Okay. Ihr bleibt bei mir so ziemlich weit oben. Ich hab das hier in der Tiefe. Stirb's doch mal, ey. Das gibt's doch nicht. Macht auch hier nur in Vollspeed lang, ne? Da zieht er dann vorbei, dann ist er schon wieder 8 Kilometer weit weg. Jetzt ist er wieder weg. Warum auch immer. Schnell da, jetzt schnell hat er wieder weg. Flair geballert. So, was da jetzt explodiert? Scheint ja. Jack Priest, ne? Ne, doch nicht. Also, Kalito, da ist er doch. Komm, mach mal der ist vorbeigezogen hier. Das ist schon wieder Akorni, ah, Akorni ist jetzt auch rot, okay, alles klar. Was? Nicht schießen! Was ist das hier unten? Keine Kompromisse, hast du doch gehört. Ich versuche den Kalito aufzuhalten, die Kompromisse könnte er mal eingehen. Ich bewege mich wieder runter zum... ich auch. Kiwi ist eh auf dem Weg nach unten, den hatte ich jetzt gerade. Hat mir Raketen abgeschossen. Ja, der qualmt schon hier, der. Okay. Also der Typ ist cool. Okay. Da ist doch ein Sergeant Snowball. Sergeant Snowball, ja. Kommt da einer aus dem Nichts und schießt irgendwo, das verstehe ich jetzt auch nicht. Sollen wir uns Massage und Snowball vorknöpfen? Ja, auf jeden Fall. Der ist auf dem Weg nach... ich habe hier Probleme mit Kalito und zwar massive. Der Typ ist ziemlich gut. Oh. Aber der ist doch tot schon fast. Ja, der schießt die Raketen ohne Ende auf mich ab und... klemmt sich an meinen Arm. Kann er doch eigentlich auch nicht in seine... Also, ich verstehe das. Der hat noch Raketen? Weil er hat doch alles, ey. Ja, hat sich halt aufgespurt. Okay. Auf die wichtigen Momente. Oh, was fliegt der nochmal? Ne, Scorpius. Kalito fliegt Scorpius. Und die hat 8 Raketen? Ne, die hat mehr. Die hat 8 Raketen doch. Hat die nicht mehr? Die hat doch 2. Die hat noch mehr. Hat die für Raketen? Hat ja, ich sag, die hat 8 Raketen, hat sie auf jeden Fall. Kann auch mehr haben. 8 und 12, denke ich, hat sie. Nein. Na, dann sind es 8 und 8 wahrscheinlich. Also 16. 16 vielleicht. 8 und 8, 88. Ja, die 8, 8 hätten wir gebraucht, ne? Ja. Jetzt geht's. Wo steht ja immer noch da unten? Ja, das große Schiff kommt nicht auf Grimmix. Oh Gott, jetzt so schwarz vor Augen. Jetzt bin ich platt. Jetzt macht er mich fertig. Jetzt bin ich leise. Steuer in die Gegenrichtung, dann wird genau, sofort wieder hell. Genau, nach oben oder unten, also gegen. Ich mache hier solche Manöver, ich weiß gar nicht mehr, was die Gegenrichtung ist. Glaube ich. Wo ist der Freak, ey? Ja, wer ist das? Ah ja. Der Benson. Wen haben wir denn da gehabt, Gott? Bigger Benson, na dann los. Eclipse, oh ja, okay. Na dann los. Die Eclipse, die holen wir uns. Komm. Oh, okay. Der hat irgendwie gerade gedingst. Na, wo ist er? Hat er gesprungen? Nee, da ist wieder. Ich krieg sogar einen Redout oder einen Blackout, obwohl ich noch nicht mal groß im oben im roten Bereich bin, ehrlich gesagt. Ah, ja. Ein bisschen extrem, also. Ach, da ist er wieder. Sergeant Snowball, unser? So, ich schalte jetzt mal ein bisschen auf die Waffen, ey. Ein bisschen mehr Snowball gehört nicht zu uns, ne? So. Pucki, wenn du das nur einmal fragst, wer zu uns gehört, ne? Nee, der Ding hat doch meine Frage. Hast du schon jemals heute den Namen Sergeant Snowball bei uns gehört? Nee, hat auch nicht gefragt. Ich hab's ihm doch gesagt, der gehört nicht zu uns. Gut. Ich wollte es nur sicher gehen, aber ich hab die Raketen auch schon vorher abgeschossen. Oh, tut mir leid.
Lieber um Erlaubnis, Entschuldigung fragen als um Erlaubnis oder so. Transporter können ja mal runtergehen, wenn es das ist. Ja, also versucht's einfach. Wir halten hier weiterhin den Himmel in Bewegung. Also sobald ich da in die Nähe vom Boden komme, werde ich aufgeschaltet und krieg Raketen hinterhergejagt. Ja. Wir versuchen jeden zu beschäftigen, der das machen würde. Sind da Ballistos, haben wir schon mehrere abgeschossen, aber... Also ich probier's mal. Wir geben unser Bestes weiterhin. Und jetzt komme ich mit dem Warden. Bei Waffen hier. Okay. Das bringt immer nichts. Die ist zu träge. Okay. 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 Alter, immer im Vollspeed, ne? Also. Ja, die sind echt im Vollspeed unterwegs, ja. LTS an LT Runner dran, der Snowball. Ja, ja, ja. Versuch den mal hier ein bisschen abzulenken. Platz halt auch gleich. Genauso wie wir oben auch, ja, ja. Quasi jetzt dein Wingman hier. Wie nennt man es immer so? Nenn mich Mutter. Komm, jetzt ist er gleich down. Die Gladys ist gleich down. So, den mach ich jetzt vielleicht down. Der will landen. Jetzt, Jens hält da, der gehört nicht zu uns, ne? Okay. Nicht gehört. Den haben wir heute noch nicht gehört. Das wird unser Transportteam sein. Ja, der ist weg. Sehr gut. Wir stürzen ab oder was? Wir aber auch. Scheiße. Aber wir haben es überlebt, wir haben es überlebt. Soft Death. Hey, wir haben bloß zwar ins Flügelfinger, aber ja, wir haben es. Nee, und eine Waffe habe ich ja verloren hier. Scheiße. Jetzt ist Bigger Benz von dran, ne? So, jetzt aber langsam haben wir es doch hier, oder? Ja, nur dass die halt immer wiederkommen. Ja, ja, klar. Aber zumindest haben wir jetzt hier erstmal, solange die immer wiederkommen und nicht wir. Ich werde hier aber auch ständig noch aufgeschaltet. Also. Ja, also Bigger Benson ist jetzt der Letzte, der hier in der Gegend ist. Die 13-jährigen Kinder müssen jetzt langsam ins Bett, die müssen wir in die Schule. Wir haben ihn eine Chance, wenn die 13-jährigen im Bett sind, oder? Ich verabschiede mich mal von euch. Jo, tschüss. Oh, das war vielleicht noch ein Jenzel da. Hier ist noch eine Crusader. Jenzel da, ja, genau. Eine Herkules C2. Ja. Das scheint aber friedlich zu sein. Check fire. Sehe ich noch nicht, aber Captain Spooner, Monster Rayman. Da ist noch ein Jenzel da hier. Edel Schriss? Headless Chris gehört zu uns. Gehört zu uns, ja. Wer, Jenzel gehört zu uns? Nee, Headless Chris gehört zu uns. Ach. Ja, machen wir Jenzel da fertig oder nicht? Ist was nett dazu, was du noch nicht gehört hast. Ja, der ist halt mit der C2 unten bei der Facility gelandet halt, ne? Kann sich natürlich auch die Bodentruppe drum kümmern. Ja. Ja, wieso dann? Komm. Na, mit der C2 können sie nicht fertig werden wahrscheinlich. Jetzt ist irgendwas Großes explodiert. Mega Benson. Manchmal habe ich keine Marker, ne? Also dann fliegt irgendwas an mir vorbei. Es ist richtig, unglaublich, ja. Aber Marker, die 500 fliegen vorbei und dann ist es ohne Marker. Ja, genau. Okay, wir haben einen neuen Spieler, Kiviv. Kiviv. Wie auch immer. Ein neuer Spieler. 1 Kilometer. Bigger Benson hat keine Schilde, ne? Nee. Was sagt man da? Ein neuer ist im Spiel? Oder ein auf dem Feld? Oder ein neuer Spieler? Ein neuer Gegenspieler. Ist einer abgestürzt? Oh Gott, ich muss zur Reparatur, mein Flieger ist nur noch rot, ey. Captain Spooner sehe ich jetzt hier, der ist. Von der C2 liegt hier rum. Ballern hier immer vorbei, ey. Ich muss echt unbedingt mal früher die Kurve kriegen, ey. Das geht gar nicht, ey. Die C2, wen könnten die jetzt hier, was da unten noch steht? Spooner, ich muss da weggehen. Oh, ich glaube. Spooner, wir schießen da drauf. Nein, tu es nicht. Nein, mach's nicht. Nein, nicht crashen, Desktop. Nein. Oh Gott, ich hab Standbild, Leute. Nein! Mach ein Foto. Ich habe hier einen roten gehabt, den konnte ich nicht aufholen. Ich glaube, gut, dass ich gerade nach oben fliege. Ich hoffe, er fängt sich wieder. Das war die. Der Bigger Benson ist schon wieder doof. C2 ist weg. Citro? Ja. Ich bin in Jumptown gelandet, bis jetzt kein Kontakt. Gehe aber auch noch nicht rein. Okay.
ihr denn alle? Ich sehe euch nicht hier im Hut. Also OM03 und dann runter, ne? Will ich da jetzt verkehrt? 05. Früher war es 05. Ich hier ein bisschen verkehrt. Ich glaub's nicht. Ich habe nur einen kleinen Mond und ich habe mich hier verflogen. Ne? Gibt's da ja nicht. Oh, hier gehe ich runter, glaube ich. Landing complete. Engines offline. Decks hab ich. Mit der Hammerhead. Ist schön kalt hier, wo geht man da rein? Das mit der Hammerhead war vorhin schon echt komisch, ne? Dass sie so gar keine Schilde verloren hat. Oh, jetzt ist wieder. Jetzt hast du so einen Bug, wo du dann durch Scope guckst und dann ist der Marker da so drinne, so ein weißer und das Scope wird dunkel. Oh, Alter, was geht? Das sind so Sachen, wo du denkst, das kann doch gar nicht passieren. Unfassbar. Um 5. Da ist um 5. Oh Gott. Da bin ich ein bisschen. Ist eine. Ach, das ist LT. Gut. Gut, dass es Marker gibt. Um 3. Oh Gott, liegen hier Leichen rum. Das ist ja Wahnsinn. Und jede Menge. Scheint jetzt der Ansturm auf Grimmex scheint jetzt vorbei zu sein, oder? Irgendwo sind wieder Raketen. Ich krieg schon wieder eine Rakete. Ah ja, ich seh's. Hm. Jede Menge Pakete liegen hier rum. Ach Gott, könnten wir hier abräumen. Ich wieder abgeholt werden. Oh, Wahnsinn. Oh Gott, hier bauen wir jetzt aber auch, ey. Gibt's hier Loot? Gibt's hier Lootkisten? Ja. Innen drin auch? Ja. Boy. Hä, wie hat denn der mich jetzt... Oh, kriegt man diese Marker irgendwie weg? Entschuldigung, aber der Callisto bescheißt, oder? Hast auch schon gemerkt. Oh, da ist was explodiert bei Jump Town. Was war das? Das war ich. Warum warst du das? Was war da? Ja, weil der Callisto auf mich geschossen hat, aber eigentlich im Prinzip nur einmal. Aber du bist doch zu Fuß unterwegs, oder nicht? Nein, ich war nicht. Wo ist denn ein Callisto? Irgendwas schießt hier, Sitko. Das kann doch nicht sein, der schießt einmal und dann explodiert. Ach so, Kalito meinst du? Ja, das war bei mir auch. Der ist wieder da, Freunde. Der ist bloß nicht rot. Ich mach mal auf den. Versuch mal den irgendwie. Es schießt was auf den Boden oder wie? Nee, der ist mit der. Mit seiner Scorp ist wieder da. Diese externen Kisten, die hier von den Schiffen fallen und so, die sind auch verbuggt. Die sind immer leer, wenn man da rangeht, ne? Ja. Ich bin jetzt in der Station, hab eine Waffe. Oder ist ja einer mit der Railgang, der? Der ist in der Station? Ja. Wir machen fertig. Ah, shit. Entflieht mir. Kommt jetzt auch rein. Aus. Ich hoffe, ihr habt einen Marker von mir. Oh, scheiße. Ich habe leider keine Waffe. Habt ihr einen Marker von mir? Ja, ne? Ich komme jetzt rein. Ich bin eh noch draußen. Oh, Alter! Alter! Wo kommt der denn her? Wo ist der denn? Alter, nicht gesehen, ne?